zusammen, ich bin's Anna, herzlich willkommen zu einem Video. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut und ich freue mich, dieses Video für euch zu machen, weil es wird ein krasses Projekt werden für mich. Und ich weiß, dass es auch mehreren Menschen hier so geht. Man kommt morgens halt einfach nicht in die Gänge und auch nicht aus dem Bett und möchte am liebsten noch, keine Ahnung, bis Mittag schlafen, weil es einem halt nicht so gut geht. Auch psychisch, also gerade wenn man psychische Erkrankungen hat, man möchte halt immer sehr, sehr viel schlafen. Und ja, das ist halt nicht gut, gerade wenn man halt zum Beispiel arbeiten muss und dann eigentlich aufstehen muss und dann trotzdem verschläft. Das kann halt zu sehr vielen Problemen führen. Und auch wenn man irgendwelche Termine hat und das dann immer verschläft. Oder ich hatte zum Beispiel meine auch privaten Probleme, dass ich fast verschlafen habe, obwohl ich einen Termin mit meiner Familie hatte zum Zoo. Und ich bin halt, hatte nicht mehr 15, 20 Minuten Zeit, mich fertig zu machen, weil ich so krass verschlafen habe, weil ich es nicht geschafft habe, aufzustehen. Dieses Problem, nicht aufzustehen, habe ich jetzt schon seit über anderthalb Jahren, weil es einfach nicht mehr geklappt hat, wegen der Erkrankung. Ich habe auch mit meiner Therapeutin schon mal darüber geredet gehabt. Ich habe mit meiner Psychiaterin darüber geredet gehabt. Aber das Problem ist, auch wenn ich aufstehe, ich gehe trotzdem wieder ins Bett zurück, weil ich halt unbedingt so das Bedürfnis habe, weiter zu schlafen. Und es ist halt sehr schwierig für mich, komplett aufzustehen und dann meine Sachen schon zu machen morgens, weil es mir dann teilweise auch psychisch nicht gut geht. Gerade letzte Woche, mir ging es richtig schlecht psychisch, wirklich. Also es war nicht so cool. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also vielleicht habe ich mich irgendwo überarbeitet. Ich brauche wieder mehr Zeit für mich selber. Aber dazu kommt noch ein Video, das wird diesen Rahmen sprengen. Da erzähle ich nochmal konkret, warum ich jetzt wieder mehr Zeit für mich halt brauche. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Video jetzt auch mache. Weil wenn man jetzt so spät aufsteht, dann hat man kaum noch Zeit zum Sport machen, für Freunde, für andere Sachen, außer halt diese Videos hier zu drehen, zu streamen. Ja, und ich möchte eigentlich wieder mehr Zeit für mich haben und auch mehr Zeit für euch auch tatsächlich und ein bisschen intelligenter die Sache angehen und ja, einfach etwas entspannter das alles auch angehen. Und das ist am einfachsten, wenn ich halt wieder mehr Zeit am Tag habe, was zu machen und ein bisschen weniger schlafe. Klar, ich möchte trotzdem mindestens 5 bis 6 Stunden schlafen, aber da ich ja zwischendurch, also ich werde zwischendurch auch wach, laut meiner Apple Watch, das blende ich euch auch immer jeden Tag ein, wie viel ich da geschlafen habe. Vielleicht gehe ich auch irgendwann ein bisschen früher ins Bett, aber vor 10 Uhr geht es auf gar keinen Fall, weil ich meistens bis 10 Uhr streame und das ist sehr unrealistisch, dass ich halt ja, um 11 Uhr schon schlafe dann. Also das heißt, ich muss immer ein bisschen gucken, aber ich möchte auf jeden Fall mit eurer Hilfe, mit euch als Energie quasi, weil das endlich angehen, dass es einfacher ist für mich, um 7 Uhr aufzustehen. Das hat früher so, so gut geklappt. Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, weil ich musste und es ging. Es ging alles. Aber dadurch, durch die Erkrankung, hat sich vieles halt verschoben und ich möchte meiner Erkrankung richtig den Kampf ansagen. Ich bin Herr über mich. Und auch wenn es mir schlecht geht, schaffe ich trotzdem Sachen, wenn ich das ganz fest möchte und ganz fest also dagegen ankämpfe. Irgendwie, ich kriege das hin. Also wenn man komplett depressiv ist und so, kriegt man das natürlich sehr, sehr schlecht hin. Und dann merke ich das auch, dass es das alles schwammiger wird und dass es einfach nicht gut alles perfekt klappt. Aber ich sage meiner Erkrankung quasi, da ich den Kampf an. ja, genau. Und deshalb nehme ich euch jetzt jeden Morgen mit. Ich kann euch jetzt auch kurz die Uhrzeit sagen. Ich zeige, es ist fast 8 Uhr, 7 Uhr. Ich bin schon seit 6.30 Uhr ungefähr wach, 6.35 Uhr glaube ich. Ja. Und werde ich jetzt mit jeden Morgen mitnehmen, ja, was ich dann immer so mache, ob ich geschafft habe aufzustehen, wie ich es geschafft habe aufzustehen. Es wird ein bisschen längeres Video werden, denke ich. Also heute habe ich geschafft, indem ich einfach vorm Wecker aufgestanden bin, weil ich war wach. Sonst, wenn ich mich nochmal umgedreht hätte, wäre ich vielleicht schlechter wach geworden und bin einfach aufgestanden. Habe mich erst auf die Couch gesetzt, habe ein Video geguckt und war dann duschen, habe mich in Ruhe fertig gemacht und ja, das Video für euch gedreht. Das hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert als geplant, aber egal. Das mache ich gerne für euch. Ja. Und jetzt werde ich arbeiten und euch morgen bald noch mehr darüber erzählen. Vielleicht, ich habe bestimmt Sachen vergessen heute und das ist schon wieder ein bisschen zu lang. Gerade habe ich noch mehr geredet, aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, dass ich es morgen wieder schaffe. Übrigens am Feiertag
werde ich natürlich nicht früher aufstehen. Ich werde am Wochenende auch nicht früher aufstehen, sondern nur, wenn ich muss, wirklich früh aufstehen und mich dazu zwingen, dass mein Körper sich langsam wieder daran gewöhnt und dass ich das langfristig gesehen auch durchhalte. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt um 4 Uhr aufstehe, weil das bringt gar nichts, weil ich viel zu wenig Schlaf habe. Aber um 6, zwischen 6 und 8 Uhr irgendwann ist es auf jeden Fall erstrebenswert aufzustehen. Vor 6 auf gar keinen Fall. Und ja, meistens wird es wahrscheinlich die goldene Mitte, so um 7 Uhr klingelt mein erster Wecker. Wenn ich vorher wach wäre, dann muss ich aber aufstehen. Das ist so eine Regel von mir. Also ja, gut, dann würde ich sagen, bis bald. So, Tag Nummer 2 des Experiments. Wir haben gerade 9 Uhr, 12. Ja. Und ich bin jetzt wach, also ich war schon vorher wach, also ich bin schon um 7 Uhr, weiß nicht, 20 ungefähr aufgewacht richtig und habe mich dann noch fertig gemacht und so weiter und so fort. Alles gut. Ja, warum es später war als gestern, erkläre ich euch gleich, weil ich möchte immer grundsätzlich vor 8 Uhr aufstehen und auch so früh wie möglich anfangen zu arbeiten. Ich habe auch schon angefangen gerade zu arbeiten. Ich filme das jetzt noch kurz und dann mache ich auch auf jeden Fall sofort weiter. Ich war heute Morgen schon einkaufen. Hab die Einkäufe auch gerade schon weggepackt und alles. Ja, bin stolz darauf, dass ich so früh morgens einkaufen gegangen bin. Ich habe sogar nichts vergessen, es ist alles gut gegangen. Und ich bin froh, dass es auf jeden Fall besser war als letzte Woche. Weil letzte Woche beim Einkaufen ging es mir echt nicht gut und das war echt anstrengend für mich. Heute war es entspannt. Ja, das heißt, da bin ich auch wieder froh, dass alles gut ist. Und auch das der fehlende Schlaf, den ich vorher hatte, den merke ich auch nur so ein bisschen, dass ich ab und zu mal müde bin und gerade auch morgens ziemlich müde bin. Vorm Duschen, nach dem Duschen bin ich meistens relativ wach. Ja, was auch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, dass ich den Wecker immer noch nicht höre. Ich werde immer vorher wach entweder. Also ich wollte morgen auch um 6.30 Uhr, 6.20 Uhr wach, aber ich habe dann auf meine App geguckt. Es gibt halt so eine App, die zeigt mir an, wie viel man schläft. Und diese App, die ist halt ja, davon ausgegangen. Hier, ich zeige euch das mal. Das ist die App. Ihr seht den Screenshot später eh noch. Und ich habe halt unter 5 Stunden Schlaf gehabt und wollte ein bisschen mehr schlafen. Weil davor den Tag habe ich 5 Stunden 27 geschlafen. Das war auch schon viel zu wenig eigentlich. Ja, weil ich halt zwischendurch wach werde und auch ziemliche Schlafprobleme manchmal habe. Deshalb ist es immer noch ein bisschen knifflig, so früh aufzustehen für mich. Ja. Und heute bin ich halt unter 5 Stunden gewesen. Ich wollte einfach ein bisschen schlafen. Das habe ich geschafft. Ich war auch im Tiefschlaf. Und so habe ich den Wecker um 7 Uhr nicht gehört. Deshalb war ich um 7 Uhr 25, 20 ungefähr richtig wach. Und dachte so, oh, du hast den Wecker nicht gehört. Das ist auch das, was ich meine. Ich höre meinen Wecker einfach nicht. Ich höre es nicht. Ich merke es nicht. Ich schlafe so tief und fest, dass ich die Wecker nicht höre. Deshalb muss ich immer hoffen, dass ich vorher wach werde oder gerade nicht so mega tief schlafe. Ich hatte halt auch schon, ich habe auch so tief geschlafen heute Morgen nochmal, dass ich auch irgendwas geträumt habe. Ich weiß auch nicht mehr genau konkret was tatsächlich. Das war auch irgendwie manchmal meistens ziemlich belanglos, was ich träume. Manchmal erinnere ich mich auch dran, was ich träume, aber ist egal. Es geht hier nicht um Träume. Aber ja, deshalb, ich schlafe manchmal so fest, ich höre den Wecker nicht. Und deshalb stehe ich halt auch nicht auf, weil ich halt einfach nicht checke, dass ich aufstehen muss. Weil sonst wäre ich sofort aufgestanden, zumindest wäre ich aufgewacht und wäre kurz am Handy gegangen. Ich weiß, am Handy gehen morgens soll man eigentlich nicht, aber ich mache das schon so viele Jahre. Und für mich ist das jetzt nicht schlimm, so 10 Minuten kurz auf dem Handy zu sein, um wach zu werden, weil ich sofort aufstehen schaffe ich eh nicht. Das habe ich noch nie geschafft, hundertprozentig. Also ich bin zwar immer früh aufgestanden, aber ich habe mir auch ein bisschen Zeit genommen, bisschen zu chillen morgens und dann habe ich mich erst fertig gemacht. Das ist also auch normal, das kann doch alles entspannt sein. Also ich bin trotzdem zufrieden, die ersten beiden Tage liefen gut. Morgen ist ja ein Feiertag, Allerheiligen. Das heißt, ich kann morgen ausschlafen, schlafen abholen. Weil 5 Stunden Schlaf ist echt wenig. Ich war so um 0 Uhr ungefähr im Bett, also das ist okay, aber ich war noch ein bisschen im Handy, habe ein bisschen was nachgeguckt. Habe mich dann auch wieder ein bisschen verrückt gemacht mit irgendwelchen Statistiken, die ich mir angeguckt habe über meine Videos und so. Aber ich probiere das auch nicht mehr vorm Schlafengehen zu machen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich hätte einfach vielleicht sofort ins Bett gehen sollen. Dann hätte ich vielleicht 10, 20 Minuten mehr Schlaf gehabt. Aber ja, man lernt ja auch daraus. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, es war trotzdem gut gestern, dass ich das geschafft habe. Ich war gestern mega produktiv. Ich habe voll viel geschafft auf der Arbeit. Ich habe voll viel grundsätzlich geschafft. Ich bin richtig stolz auf gestern. Heute wird auch ein guter Tag werden, weil ich es in der Hand habe. Und ich freue mich drauf.
die nächsten Tage. Wenn das immer weiter so geht, dann bin ich richtig stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, weil mit der Erkrankung aufzustehen, das ist echt hart. Grundsätzlich für viele Menschen ist es hart, dann aufzustehen. Und das tut mir leid und ich hoffe, ich helfe wirklich mit hier Leuten damit, wie ich das halt mache. Also ich werde vor meinem Wecker wach und stehe dann auch einfach vorher einfach auf. Aber wenn ihr zu wenig schlaft, dann schlaft lieber noch ein bisschen, weil ihr habt ja, wenn ihr eine Zeitspanne habt, von wann bis wann ihr aufstehen müsst, dann sagt, da könnt ihr euch sagen, ja gut, ihr könnt noch mal ein bisschen schlafen, ist okay, oder einfach ein bisschen liegen bleiben. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie richtig hart hat. Ich muss halt nicht um 8 Uhr anfangen zu arbeiten, ich muss um 9 Uhr anfangen zu arbeiten und ich habe Gleitzeit. Das heißt, es ist nicht schlimm, auch wenn ich mal später aufstehen sollte, das ist überhaupt kein Problem, dann habe ich halt nur später Feierabend und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, macht euch bitte auch keinen Druck, sondern probiert es langsam zu machen. Und wenn ihr mal einen Tag nicht mit, zum Beispiel um 6.30 Uhr aufsteht, ist ja auch egal, dann schlaft ihr halt ein bisschen länger. Wie gesagt, mein Ziel vor 8 Uhr aufstehen hat bis jetzt gut geklappt und ich hoffe, es klappt weiter gut. Aber ich tue mein Bestes, früh genug schlafen zu gehen und auch erholsam Schlaf zu sorgen, dass ich mich halt ein bisschen auspower am Tag, dass ich irgendwas mache und so. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Tag und morgen euch einen schönen Feiertag. So, da bin ich wieder. Tag Nummer 3 des Experiments, morgens früh aufzustehen. Und ich bin ehrlich, ich habe heute länger geschlafen, als ich wollte. Auch nach 8 Uhr, ich glaube bis 8.30 Uhr war ich im Bett. Also und war auch noch am Schlafen. Dann habe ich, glaube ich, noch bis 9 Uhr getrödelt oder so. Dann bis ich mich irgendwann langsam aufgerafft habe aus dem Bett. Ist mir heute halt sehr schwer gefallen. Generell ist heute nicht so ein guter Tag. Hat es ziemlich gezogen. Die Verarbeitung lief es eigentlich okay, aber auch nicht perfekt. Ich habe ziemlich viel gestruggelt heute irgendwie. Auch mit dem Piercing. Das wollte ich eigentlich rausmachen. Das ging nicht. Ich wollte eigentlich auch noch zum Piercer, aber der hat heute keine Zeit gehabt. Dann muss ich halt morgen dahin. Und das ist alles, wenn etwas nicht läuft nach Plan, ich werde dann immer ziemlich schnell ungeduldig. Und ja, es ist halt alles ein bisschen blöd heute. Ja, so ist das halt. Auf jeden Fall, ich sag euch ehrlich, ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, weil ich nur 4 Stunden geschlafen habe bis dahin und das mir einfach zu wenig ist und ich mindestens 5 Stunden schlafe in der Woche. Und das ist generell auch schon viel zu wenig eigentlich, aber 4 Stunden waren viel zu wenig. Noch weniger als 5 auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mich entschieden, nochmal mich hinzulegen. Ich bin auf jeden Fall wieder eingeschlafen, ich war total müde. Und ich habe eigentlich halt Schlafprobleme. Das heißt, manchmal wache ich nachts auf und mir ist so danach, dass ich aus dem Bett gehe und dann auf der Couch hier schlafe zum Beispiel. Das habe ich manchmal in letzter Zeit. Das hat auch mit meiner Krankheit, glaube ich, auch mit zu tun, keine Ahnung. Ist halt alles nicht so einfach. War klar, dass es nicht immer funktioniert, war klar, dass es nicht einfach wird. Also ist es okay, wenn es nicht klappt und wenn es morgen auch nicht klappt, dann ist es halt so. Shit happens, ist es egal. Also ich stelle mir einen Wecker auf jeden Fall. Ich kann auch nicht vor 0 Uhr schlafen. Das heißt, ich habe viel zu wenig Schlaf eigentlich. Also für meine Verhältnisse. Ich habe vorher 8 bis 10 Stunden ungefähr geschlafen. Oder auf jeden Fall mindestens 8, weil ich halt so lange geschlafen habe, wie mein Körper es brauchte, ohne Wecker. Aber dann muss man halt so lange arbeiten. Ich musste heute auch schon wieder ziemlich lange arbeiten. Es ist jetzt ja auch schon, seht ihr das? 18.24 Uhr. Ich drehe das Video jetzt noch für euch und jetzt gleich habe ich erstmal ein bisschen Zeit für mich kurz, bis ich dann wieder live gehe. Das heißt, es ist alles ziemlich stressig. Und ich kriege das alles irgendwie hin. Trotzdem ist es halt, heute ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich wollte euch das nur sagen. Und heute Morgen war auch blöd. Ich kam nicht gut aus dem Bett. War ziemlich lange vom Handy und wollte einfach nicht aufstehen. Es war so warm und ich hatte einfach keinen Bock rauszugehen und war auch irgendwie auch ziemlich ohne Antrieb und ja. So ist das halt. Es wird auch nicht immer klappen mit den Aufstehen so früh. Das weiß ich auch jetzt schon, weil ich krieg das alleine nicht hin. Wenn ich jemanden hier hätte, der mich weckt und wirklich aus dem Bett rausschmeißt quasi, wird das klappen, jeden Tag. Aber so schwierig, ohne dass ich halt, ich habe auch keine festen Arbeitszeiten in dem Sinne, weil ich ja Gleitzeit habe. Ist halt auch alles schwierig. Das war's. Ich habe mich genug beschwert. Tut mir leid, dass es halt ein bisschen beschwert ist. Morgen ist der letzte Tag von Experiment. Ich probiere es ja weiterzuführen und werde das auf jeden Fall nochmal updaten, euch up to date halten. Morgen werde ich euch auch verraten, wann ich das letzte Mal regelmäßig längeren Zeitraum, also länger als 1-2 Wochen vielleicht mal
lange meinen Rhythmus hatte. Das ist schon Ewigkeiten her. Aber könnt ihr mal gerne raten unten, bevor ihr gleich noch seht, wann das war. So, ich würde sagen, bis später. So, letzter Tag, Tag Nummer 4. Ich bin so um 8:20, 8:30 richtig wach geworden. Dann war ich aber auch noch tatsächlich eine halbe Stunde noch so ein bisschen im Bett und hatte gar keine Motivation aufzustehen und bin dann erst aufgestanden um 9 oder so. Und jetzt habe ich gerade schon mein Frühstück ein bisschen vorbereitet, ein paar andere Sachen gemacht, auch angefangen schon ein bisschen zu arbeiten. Hier. Es ist 9.19 Uhr jetzt. Ich habe gerade schon mal das Take aufgenommen, aber habe es halt nicht geschafft, weil ich jetzt sehr viel Mist geredet habe, weil es halt so früh ist und mein Kopf einfach noch nicht hundertprozentig funktioniert. Es ist auch sehr schwierig, um diese Uhrzeit schon zu arbeiten. Das habe ich jetzt auch fast jeden Tag geschafft. Mein Ziel war es ja eigentlich vor 8 Uhr aufzustehen, jetzt war es 8.20 Uhr. Es ist nicht so schlimm, es ist keine 10 Uhr mehr. Ich fange nicht wieder mega spät erst an zu arbeiten, hat dann Stress, es ist sofort jetzt immer anfangen muss. Ich habe zwar schon ein bisschen was gemacht, so ist es nicht, aber halt, ich habe nicht mal den krassen Druck. Das heißt, ich kann jetzt gleich schon mal ein bisschen frühstücken auch bei der Arbeit. Dann kann ich auch noch mal schnell in die Dusche springen und alles und so fort. Es ist schon mal ein bisschen besser als davor, aber es ist immer noch nicht gut. Ich habe es, wie gesagt, heute nicht geschafft, vor 8 Uhr aufzustehen, gestern ja auch nicht. Aber ich brauchte dringend den Schlaf, der mir die Tage davor gefehlt hat. Das war schon zu wenig. Also um 7 Uhr aufstehen ist ein bisschen kritisch noch. So gegen 8:20 Uhr vor 9 Uhr aufstehen ist ja auch schon mal gut. Deutlich besser als vorher. Das heißt, ich sollte mich damit zufrieden geben, dass der Weg das Ziel ist, dass es noch nicht perfekt ist. Ich zeige euch ja auch, veröffentliche euch ja auch nachher gleich noch die Schlafprobe. Ich glaube 6 Stunden 30 ungefähr waren es. Pi mal Daumen, die ich halt geschlafen habe. 6 Stunden 36 sogar. Und den Tag davor waren es 6 Stunden. Was ja auch schon mal gut ist. Also ich komme damit gut zurecht, dass ich halt auch mal ein bisschen mehr geschlafen habe. Ja. Genau, die Kreise veröffentliche ich euch dann später auch nochmal, also hier im Video, also gleich am Ende. Ich möchte ein kleines Fazit machen, also das letzte Mal, wo ich halt relativ früh aufgestanden bin, so 7, 8 Uhr rum, war Anfang 2021, dass ich das regelmäßig durchgezogen habe, ich glaube bis März irgendwann, weil ich da direkt aus der Klinik kam, da war der Schlafrhythmus auch gut drin und seitdem ist es nur noch bergab gegangen irgendwann. Ich habe es nicht mehr geschafft, den Schlafrhythmus regelmäßig so aufrecht zu halten, dass ich halt mit Wecker irgendwann wach werde oder so. Ich hatte irgendwann auch gar keine Lust mehr auf die Wecker, habe den irgendwann komplett weggelassen, das dazu führt, dass ich sehr lange geschlafen habe, aber ich brauche halt den Schlaf eigentlich auch wegen der Krankheit. Es ist immer so ein schmaler Grat zwischen zu viel, eigentlich viel zu viel Schlaf und zu wenig Schlaf. Im Erwachsenenalter, wenn man halt 8 Stunden arbeiten muss, ist es halt schwierig, auf die 8 Stunden Schlaf in der Woche zu kommen. Gerade wenn man so viele Hobbys hat wie ich, das kann ich nicht alles immer unterbringen und ich muss halt gewisse Abstriche machen. Aber es ist okay, wenn ich erst um 8.20 Uhr aufstehe. Ich muss nicht vor 8 Uhr aufstehen, es ist nicht schlimm. Ich muss nicht um 7 Uhr meinen Wecker jeden Tag stellen, wenn ich denke, dass es nicht okay ist oder dass ich auch nicht so fit bin. Ich war die Tage auch nicht so fit, als ich früh aufgestanden bin. Ich hatte sehr zu kämpfen damit. Fazit dafür ist, dass 7 Uhr noch relativ früh ist, dass es noch nicht sofort realisierbar ist, so früh immer aufzustehen, weil ich sonst zu wenig Schlaf habe und mein Schlafrhythmus langsamer umgestellt werden muss. Bin ich zu dem Schluss gekommen, weil es geht mir jetzt mit ein bisschen mehr Schlaf, ein bisschen mehr Erholung deutlich besser als mit weniger Schlaf. Und man muss halt jetzt die goldene Mitte finden. Auch ist es auch okay, wenn ich nicht vor der Arbeit schaffe, zum Sport zu gehen. Das macht auch nicht jeder. Es ist absolut okay. Es ist auch okay, wenn ich nicht schaffe, vor 7 Uhr oder um 7 Uhr aufzustehen. Das ist auch so das Learning davon, dass ich halt 8 Uhr oder so erst mal anpeilen sollte und dann auch Stück für Stück vielleicht dann in kleineren Steps ein bisschen nach hinten verschieben soll, so 5 Minuten oder so, dass es halt langsam ist und nicht so abrupt
Aber ich habe auch gelernt, dass ich auf jeden Fall früher aufstehen kann, wenn ich muss. Aber ich muss am besten vor dem Wecker wach werden, weil der Wecker mich irgendwie mal weckt. Das ist auch so ein bisschen Learning. Und als Tipps, setzt euch realistische Ziele, wenn ihr vorher echt um 10, 11 Uhr jetzt aufgestanden seid, dann ist 7 Uhr schon zu krass früh, weil euer Körper daran gar nicht gewöhnt ist. Also setzt euch lieber kleinere Steps, ich mache das jetzt auch mit kleineren Steps weiter. 7 Uhr ist eine blöde Uhrzeit, um aufzustehen, das schaffe ich nicht jeden Tag, auch wenn ich dann 8 Uhr immer schaffe aufzuarbeiten. Das kann ich vielleicht ein- oder zweimal maximal die Woche vielleicht durchziehen. Aber das ist halt nicht sinnvoll, weil ich halt einfach zu wenig Schlaf habe und dann auch weniger erholt bin und weniger dann auch schaffe. So, also setzt euch realistische Ziele. Das habe ich jetzt in diesem Experiment auf jeden Fall gelernt. Und es ist auch okay, wenn ihr nicht sofort aus dem Bett ausstehen könnt und antriebslos seid am Morgen. Dann ist es halt so, dass ihr vielleicht mal eine halbe Stunde, 50 Minuten vielleicht ein bisschen verschwendet. Wenn ihr es danach schafft aufzustehen, ist ja auch trotzdem ein großer Schritt für euch und ist trotzdem gut. Hasst euch nicht dafür, wenn es mal nicht 100% nach dem Plan klappt. Seid froh für die kleineren Fortschritte, so dass ihr jetzt zum Beispiel diese Woche, also ich bin diese Woche nicht erst um 10 Uhr angefangen zu arbeiten, manchmal, was davor die Wochen öfter der Fall war. Und ja, ich bin stolz darauf, dass ich es irgendwie geschafft habe und seid auch stolz auf euch, auf die kleineren Erfolge, auch wenn es halt nicht immer 100% rund läuft und ihr vielleicht ein bisschen auch manche Sachen überdenken müsst. Es hat ja gar keinen Sinn, wenn ich den ganzen Tag voll übermüdet bin und mich durch den Tag quäle, dann so früh aufzustehen eigentlich. Und man muss halt gucken, dass man trotzdem dann auf den Schlaf kommt. Mindestens 6 Stunden brauche ich. Wenn ich nur 5 Stunden habe, bin ich knitterig. Wenn ich nur 4 Stunden habe, ist es noch viel schlimmer. Also probiert darauf zu achten, dass ihr den Schlaf habt. Ich habe so eine Apple Watch, die das trackt. Ist aber auch nicht immer 100% sicher, wenn man sich nicht bewegt oder so. Dann zählt das auch manchmal auf Schlafen. Deshalb, ich war gerade auch einmal kurz ein bisschen verwirrt von Apple Watch, weil ich dachte, dass ich gestern früher aufgestanden bin und auch früher angefangen habe zu arbeiten, weil da irgendwie kurz so ein bisschen Schlaf drin war. Da muss ich nochmal gucken wegen dem Schlafring, aber ja. Im großen Ganzen bin ich zufrieden mit dem Experiment. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und ja, ich gönne mir jetzt mein Frühstück und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonniert den Kanal. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, kommentiert bitte Hashtag Anakin, Anakin Frühaufsteher. Anakin Frühaufsteher, ja. Macht das bitte. Das wird sehr cool, würde mich sehr freuen. Und ja, euch noch einen wunderschönen Tag und gleich noch der Schlafring nicht vergessen. Bis dann, eure Anna. Macht's gut. Ciao.